Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil in Coaching by Nature mit mir, Wolfgang Riedel. Und heute möchte ich gerne mit euch von Chaos zur Klarheit etwas näher bringen und vor allem, wie du deine eigene innere Freiheit zurückgewinnen kannst. Wahrscheinlich kennst du das Gefühl, dass dich dein eigenes Leben manchmal gefangen hält, als würde dich der Alltag festhalten. Während eine tiefe Stimme in dir sagt, ich will mehr. Und diese Momente der Überforderung und der Unsicherheit und diese Gefühle zwischen dem Vergangenen und dem Neuen festzustecken, das kenne ich selbst sehr, sehr gut und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Die letzten Jahre waren nicht gerade Mäusemelken für viele von uns, sondern eher herausfordernd, also für mich war es auf jeden Fall, weil ich mich immer wieder darauf einstellen durfte, Veränderungen neu anzugehen, aber auch rauszufinden, was ich wirklich weitermachen möchte, wie ich mein Leben, meinen Beruf weiterführen möchte. Und das kann natürlich auch, und das war es auf jeden Fall bei mir, auch emotional, nämlich mental ganz schön herausfordern. Und ich sehe das hier bei mir in der Praxis, dass in meiner Arbeit mit vielen Klienten und Klientinnen einfach diese Herausforderung, die wir durch dieses Jahr oder auch durch die Jahre erlebt haben, immer wieder zu Verunsicherungen führen. Und so ein Resultat davon ist, dass wir uns hin und her gerissen fühlen zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Beständigkeit, aber gleichzeitig auch einem tiefen Wunsch nach Veränderung und der Selbstentfaltung. Und ja, wenn ich das mir so anschaue, dann ist es so ein ganz tiefer Wunsch, immer wieder auch eine Verankerung zu finden, aber auch für sich selbst eine Form von Ausdruck zu finden, von Selbstbestätigung, Selbstwert, aber auch von Gemeinschaft. Also das ist auch so ein Thema, was ich gerade in der Praxis viel sehe, ist das, was wir so in den letzten 3 Jahren erlebt haben, viele Freundschaften, Beziehungen, Arbeitsgemeinschaften in so eine Trennung begleitet haben. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist manchmal, und das, ich will nicht sagen, dass das immer so ist und dass immer alles gut ist, was wir erleben. Und doch können wir sehen, dass wir in solchen Situationen uns vielleicht in gewissen Routinen festgehalten haben, gefangen waren, aber vielleicht auch ein Stück weit uns in der Sicherheit bewegt haben. Also in dem Augenblick, wo wir diese Routine haben und der einfach folgen, dann hat das etwas sehr Normalisierendes, es hat was Bekanntes. Und was ich aus meinem eigenen Feld kenne heraus, wenn ich da drin unterwegs bin, in so Routinen, dann bekommt das manchmal auch was Unachtsames. Und diese Routinen können sein, dass sie eben entstanden sind durch eine bestimmte Familienkonstellation, aus einer gesellschaftlichen Erwartung, oder eben auch, wie wir bestimmte Business-Sachen, Arbeitssachen zu machen haben. Und manchmal ist es so, dass wir dann durch dieses Festgefahrene uns wie in einer Sackgasse fühlen. Also als würden wir gegen eine Mauer laufen. Vielleicht nehmen wir wahr, wie so ein Gefühl entsteht von, hier gibt es keine weitere Entwicklungsmöglichkeit. Oder aber wir projizieren dann das auf ein Gegenüber. Der Mensch ist nicht mehr gut genug für mich. Ich brauche jemanden neuen in meinem Freundeskreis oder in der Beziehung. Und all das kann dazu führen, dass wir diese Sehnsucht nach einer emotionalen und mentalen Balance, die immer größer wird, aber überdeckt wird durch diese ganzen vielen Sackgassen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die uns daran hindern, diese innere Freiheit wieder hervorzubringen.
Das Coole ist, in mir drin glaube ich, wir alle, die tragen die Fähigkeit zu Veränderung. Wir haben die Möglichkeit für Entwicklung. Wir haben die Möglichkeit für die Potenzialentwicklung in uns. Manchmal ist es so, dass wir das Ziel, das wir vor dem inneren Auge haben, für die Veränderung zu schnell machen wollen. Ich nehme da immer wieder auch gerne Mutter Natur, die uns hilft zu zeigen, eine Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Wir können jetzt sehen, dass der Herbst graduell geht. Wir hatten noch bis Anfang Oktober hatten wir super schönes Wetter, warm, Sonnenschein, kurze Hose. Auf jeden Fall, ich war mit dabei mit der kurzen Hose. Und dann Mitte Oktober war es wirklich, dass es sich veränderte. Jetzt dann mehr hin zum Ende Oktober sehen wir, dass die Blätter mehr und mehr anfangen, sich zu verfärben und abzufallen. Wir sehen also, Mama Natur lässt uns sehen, fühlen, riechen, schmecken, wie Veränderungen sukzessive passieren. Und das ist so ein bisschen das, was ich in meinem neuen Online-Kurs Freiheit vom Chaos zur Klarheit innerhalb von 5 Wochen euch auch weitergeben möchte, ist, dass wir Veränderungen, Transformationen schrittweise gehen. Und es geht auch darum, Veränderungen nicht nur im Äußeren zu bewirken, sondern eben auch diese tiefgreifende Transformation in uns selbst stattfinden zu lassen. Und hier gibt es so allerlei Begegnungsformen, einmal auf der emotionalen, aber natürlich auf der mentalen Ebene, die dann an die Oberfläche kommen. Verlustängste, Trauer, Schuldgefühle, Scham, Überforderung, Schmerzen, körperliche, aber auch emotionale Schmerzen. Und hier ist es so wichtig, so einen sicheren, gehaltenen, getragenen Raum zu bekommen, in dem alles sein darf, im Sinne von, es darf jetzt erstmal hier sein, um dann betrachtet zu werden. Warum ist Transformation so wichtig für uns? Es gibt Zeiten, wo wir einfach in diesem Gefangenengefühl drin sind. Und das kann natürlich sein, dass sich das in eine Form von Überwältigung zeigt, aber natürlich auch in der Form von einem Shutdown, dass wir einfach uns taub stellen. Und da sehe ich einfach immer wieder auch das, und das war eben auch bei mir oder ist eben auch bei mir, dass ich das Nervensystem hier nochmal genauer betrachte und diese Rückkopplung von Gedanken, Emotionen auf das Nervensystem und dann eben auch auf die körperliche Ebene, dass wir da öfter das Opfer sind, aber gleichzeitig auch in wieder unsere Kraft kommen können, wenn wir wissen, wie kannst du dein Nervensystem regulieren? Und ich habe in dem Kurs wirklich sehr einfache Übungen, die alle alltagstauglich sind, rausgesucht, sodass wir innerhalb diesem Weg der Transformation alles an Unterstützung nehmen können, was uns hilft, da durchzugehen. Dass es einfach nichts ist, wo wir die Augen zumachen und durchrennen, in der Hoffnung, es funktioniert, oder irgendwas an die Wand schmeißen und hoffen, es hält, sondern hier auch schauen, wie kann ich nachhaltig sein? Und dafür arbeiten wir mit unserem Körper, dafür arbeiten wir mit der Atemarbeit, den ätherischen Ölen, Aromapressur. Das sind nur so ein paar Werkzeuge, die in dem Kurs stattfinden, um einfach auch uns ein Feedback zu geben, dass wir nicht mehr nur in diesem Nebel unterwegs sind, sondern einfach eine Phase haben der Klarheit, der Beständigkeit, der Integration und dann auch der Umsetzung. Und für mich ist es eine sehr lebensbejahende Aktivität. Es ist eine sehr kraftvolle Form von ich weiß, was ich will und habe eine
Absicht dahinter, die dann wieder uns hilft, diese inneren Ressourcen anzuzapfen, um wieder in meine eigene Kraft zu kommen, um wieder der handlungsfreie Mensch zu sein, der ich gerne sein möchte, der du vielleicht auch gerne sein möchtest. Und in diesem Kurs wirst du auf jeden Fall erleben, wie du dein Leben wieder in die Hände nimmst, wie du eine Eigenverantwortung für dich übernimmst, wie du Veränderungen, wenn du sie einmal durchlaufen hast, siehst, ah, okay, in jedem von uns gibt es einen bestimmten Mechanismus, eine bestimmte Reihenfolge, wie wir individuell Veränderungen angehen. Und das anerkennen, das annehmen, das sehen und wissen, okay, ich reagiere XY, wenn das und das passiert. Und ich habe jetzt hier dieses Werkzeug, um mich dann in dieser Situation zu unterstützen. Wir kreieren viel mehr Bewusstsein und Bewusstheit, dass wir Veränderungen einladen können. Und wenn du bereit bist, deine alten Muster freizugeben, dich davon zu befreien, um dein Leben wieder auf eine kraftvolle Art und Weise zu gestalten, dass du wieder dein eigener Herr bist oder Herrin oder dein Kaiser oder die Kaiserin bist in deinem Leben, du nimmst wieder Macht an für dich, dann ist dieser Kurs auf jeden Fall für dich. Und mein persönliches Begehr ist, euch darin zu unterstützen, durch diese Transformation durchzugehen, in dem Wissen darum, dass wir alle Transformationen schon durchlaufen haben. Und was wir jetzt brauchen, ist das individuelle Werkzeug, das uns hilft, weiter voranzugehen. Denn damit werden wir wieder mehr Liebe in unser Leben bringen. Damit werden wir wieder mehr Freude in unser Leben bringen. Damit bringen wir wieder mehr Menschen in unser Leben, die mit uns in Verbindung sind, die gleichgesinnt sind, die ähnliche Gedankenstrukturen haben. Wenn du also Fragen hast für oder zu diesem Kurs oder zu dem, was ich gerade erzählt habe, dann schreib einfach unten in den Kommentar rein. Ich melde mich bei dir oder schreib mir eine E-Mail. Falls nicht, unten findest du im Kommentar auch schon den Link zu dem neuen Kurs. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dich und diese wunderbaren 5 Wochen. Bis dahin, alles Gute, ciao und tschüss.